Shalom Aleichem, Avraham Avinu. Unser Vater Avraham ist nicht nur in die Torah wichtig, heilig, gläubig, auch bei dem großen Religionsglaube Richtung Islam, Mohammedaners, bei denen Avraham spielt eine sehr, sehr große Rolle. Es gibt verschiedene Nevi'im von Torah, die bei denen stehen, aber Avraham, kann man sagen, ist ein Modell für Muhammad. Steht in die Torah, in dem Koran, 69 Mal über Avraham Avinu. Und man sieht sehr viele Sachen, die stehen dort in die Koran, die stehen in die Torah, Parallele, und sehr viele Sachen, die stehen nicht in die Torah, aber das steht in die mündliche Lehre oder die Erzählungen. Ich werde ein paar Beispiele geben. Zuerst muss ich sagen, dass jeden Muslimim Amin, jeder Muslimaner, der betet jeden Tag fünfmal, beendet sein Gebet, das Hashem soll machen mit ihrem Prophet Muhammad, so wie hat er gemacht Abraham mit seinem Gespräch. Also sehr wichtige Gebete, es ist nicht ohne. Aber steht geschrieben in Sura 6, dass der Gründer, die Emunah an El Echad, an einen Gott, an Allah, ist Avraham Avinu. Er ist gegangen auf den, bei Nacht, er hat gesehen einen Stern, den Mond und die Sonne, und er hat jeder gedacht, ist Gott. Und dann sagt er, die sind alle nicht klug und die werden mir nicht führen. Und Avraham Avinu, und dort erzählen sie, dass der Name vom Papa von Avraham ist Ezer oder Azar. Interessant, später, wenn sie reden über Terach, der Vater von Avraham, die nennen ihn Ta'arich. Und erzählt geschrieben über Sodom und Gomorra, über Lot, über die Kinderlosigkeit von Sarah und Hagar, aber dem Namen von die Frauen Sarah und Hagar wird nicht geschrieben. Was wollte ich noch einmal betonen? Und ich will etwas erklären heute. Es ist mir wichtig für meine guten Freunde, die Polizisten aus Türkei, aus Pakistan, aus Syrien, aus Libanon, alle meine muslimischen Freunde, ich will euch heute etwas sagen. Steht geschrieben in die Koran in Sura 3, dass Avraham Avinu war leer. Er war nicht ein Nozri, er war nicht ein Christ, er war nicht ein Jid, er war ein Muslimer. Er war Muslim. Und stellt sich die Frage, was meinen Sie? Was meint man im Koran, dass Avraham war nicht ein Christ, nicht ein Nozri, ein leher Yehudi? Und Wella, also nur, er war Muslim. Was heißt das? Avraham war Hanif, Tamim, ein besonderer Mensch. Und das will ich ein bisschen erklären und ich hoffe, Sie werden das verstehen. Islam, Muslimi, ist nicht nur eine erfolgreiche Religion, die wurde durch Nabi Muhammad für so viele Menschen so schnell erzeugt, so viele Gläubige, die wirklich stolz auf ihre Glaube und führen es überall, auch in Ländern, wo alles ist schon politisch korrekt, die gehen ihre Meinung und nur Männer beten bei denen und niemand sagt was. Und die sind stolz und die Frauen bedecken den Kopf. Die gehen ihren Weg mit sehr viel Stolz. Stolz, wo sehr viele moderne Leute sehen es als radikal, aber es ist nicht radikal, das ist ein Glaube. Jeder Mensch kann leben, wie es ihm wichtig ist. Das ist ein Wort zum Islam. Aber jetzt kommt die Sache, die ich euch erklären will. Aslama, Muslim, ist kmo Muslim. Es ist eine Vollkommenheit von Glaube absoluten, denn man glaubt nur an Allah, nur an Gott, nur an Hashem. Keine andere Muschri, keine andere Mashtaf, keine andere
Leute oder Menschen, die sich dazu teilbringen. Deshalb, wenn man sagt, David HaMelech bei denen war ein Muslim und Shlomo HaMelech war ein Muslim, das heißt nicht nur Muslim, Muslimi, sondern Muslim, so wie vollkommen, vollständig, beschnitten, ve'ye Tamim, also Hanif, Tamim, er war ein besonderer Mensch, so wie Amram, der Vater von Moshe. Und deshalb Avraham Avinu war bei den Mohammedaners und auch bis heute ein ganz heiliger Person. Und die einzige Sache, die viele nicht verstehen, dass auch Yitzchok und auch Ismael haben beide Tshuva gemacht und sie haben beide beerdigt Avraham Avinu. Und sie sagen auch, dass Avraham Avinu hatte einen Traum und er soll opfern Ismael. Bei Yitzchok steht geschrieben, dass Gott hat ihm gesagt, die erzählen, dass er hat genommen zum Opfer Ismael. Auf jeden Fall, diese Korban, diesen Opfer, es ist bis heute bei denen, sie haben einen ganzen Feiertag. Also ist interessant. Sadno de Aruchadi, die Boden von der Welt ist eins. Wir alle sind Ma'aminim, wir alle glauben an eine Hashem. Es gibt keine andere Mashtafim. Auch bei denen, bei den Muslimen, waren in dieser Zeit so zwei, drei andere Kräfte, die haben geglaubt, das steht auch in dem Koran. Warum sage ich euch heute diese Shiur? Diese Shiur heute ist als Abschied oder Trauerwörter zu meinem guten Freund, der hat unterrichtet in Uni Arabisch. Und wir waren sehr gut befreundet und viel gelernt auch. Herr Dr. Fritz, seligen Andenken, möge er eine lichtige Gan Eden haben. Ich war auch in seiner Bestattung, und obwohl es war eine muslimische Beerdigung. Aber Menschen sind Menschen und wir müssen einen dem anderen lieben. Und da habe ich in seinem Todestag erzählt, dass in Saloniki die Kinder haben gespielt immer im Hof von Gottes Häuser. Die Muslime, die Christen und die Juden haben gespielt in die Kirche, in die Moschee, in die Synagoge. Kinder können miteinander spielen, sie haben kein Problem, weil sie sehen, dass das, was uns verbindet, ist viel mehr als das, was uns trennt. Und hier siehst du, dass auch in dem Koran wird erzählt von Abraham, dass er ist ein Muslimaner. Also Muslimaner bedeutet nicht nur Islam, Religion, sondern Aslama Musar Beofen Shalem Hanif Tamim. Das ist einer, der wirklich absolut Batuach Bashem Echad, der ist sicher nur an einen Gott, Shkoyach. Sondern wir glauben nur an Elohim, an Allah, an Gott. Es ist egal, wie man ihn nennt, es ist nur eines. Es ist immer dieselbe Kraft, der Schöpfer der Welt. Es gibt nicht andere, Shkoyach.